Warte mal, da vorne könnte ein Fiomia gewesen sein. Ich glaube, so sahen die aus. Da vorne, die da. Das gerade angegriffen wird, das Vieh. Ist, glaube ich, eins. Dann gehen wir einfach hier, mal hin. Der hier. Ist es das? Ja. Ich konnte nicht lesen. Alter, komm her. Der gerade angegriffen wird. Nee. Nee, der läuft gerade weg. Ich habe ein Problem mit dem Raptor vielleicht und der Riesenbiene. Wie bin ich jetzt im Third Person? Ich hab ein Mausrad. Nee, Mausrad habe ich ausgestellt. Körper ziehen. Ich bin auch in Third Person, aber das finde ich angenehmer wegen der Game System. Jetzt bin ich wieder First Person. Oh, ich dachte, dass ich gerade gefressen werde. Jo, ich hab gerade drauf gehauen. Aber ich bin tot. Bei mir auch bei schnelleren Bewegungen. Aua, hui, das Vieh ist voll auf mich drauf gesprungen. Ein Raptor sollten wir uns vielleicht nicht mit... Oh Moment, ich kann mich nicht nochmal respawnen an dem, ja, an dem Bett. Wieso kann ich mich nicht an dem Bett respawnen? Oh nee. Yeah, it saved you all and died. Hä? Von irgendeiner Drohne bin ich getötet worden. Du hast eine grüne Leuchtmarkierung, wo du jetzt gestorben bist. Ich sehe es gerade, ja. Ah ja, ich sehe die Titan-Dingens. Lenk sie mal ab, ich hol mein Inventar. Gut! Vielleicht sollten wir erstmal noch ein bisschen leveln, Sachen sammeln und so, bevor wir sowas machen. Ich will ja. Dino schon komplett verbraucht? Der Dino? Der hier lag, wir haben den Dino ja platt gemacht. Ich hab ihn, glaube ich, verarbeitet. Hier liegt Lumi übrigens. Hier ist ein fettes Vieh. Aber den kannst du nicht, den kannst du, glaube ich. Du kannst auf den Körper noch draufschlagen, dann kriegst du noch Rohstoffe. Das ist ein Listosaurus. Aber ich glaube, die wir meinten, sind da drüben, aber da sind so da ganz andere Viecher noch. Hier, warte. Ja. Lumi ist maßlos verwirrt. Wo bist denn du? Du bist doch jetzt gespawnt in der Nähe dort unten am Wasser wieder. Ich bin am Haus. Ja, und du hast eine grüne Leuchtmarkierung, wo du gestorben bist. Geh da hin. Aber da war gerade so ein komischer Stein. Hä? Und jetzt ist er weg. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Wo ist jetzt die grüne Leuchtmarkierung? Hier gibt es keine grüne Leuchtmarkierung. Übers Wasser und da nach oben. Wirst du vielleicht, weil es so helle ist, nicht so gut sehen. Da, wo du gestorben bist mit uns. Also wir haben sie alle beide gefunden. Wenn ich mich daran erinnern würde. Oh, gehst einfach übers Wasser, dann... Das waren keine 2 Minuten Fußweg, ja? Ich habe parallel Optionen eingestellt. Ich habe wirklich nicht auf den Weg geachtet. So, also und... Jetzt ist eine Schildkröte gegangen, daran erinnere ich mich. Das ist ein Parasaurus. Parasaurus ist nicht das, was ich gesucht habe. Bis es nicht mehr weitergeht, dann nach rechts und dann, bis da jemand von uns steht. Das ist ein Parasaurus. Das ist nicht Fiomia. Parasaurus-Sattel ist Level 9. Dammit. Habe ich einen falschen Sattel jetzt? Die ist heiß, ich bin gerade aus dem Wasser gekommen. Ich google jetzt, wie Fiomias aussehen. Die Viecher sind das. Das sind wie so, keine Ahnung, Nilpferde oder ist sowas. Ist so ein fettes vorbeigerannt, oder? Ah, hier. Hier sind die. Da. Hier, weiblicher Fiomia Level 5. Solche Viecher sind das. Na, dann ab geht's. Wollt ihr vielleicht erstmal alles zusammenkommen? Ja, ich schlacht gerade ein anderes Vieh. Wo bist denn du? Welches Vieh schlachtest du denn? Ein Lystrosaurus, dieses kleine Vieh, was... Ah, ja, das gibt viel Leder. So, wo ist denn Lumi jetzt? Lumi fehlt immer noch. Ich hol gerade ihr Zeug. Da ist Lumi. Der wackelt sogar was, wenn du rennst. Was? Der wackelt sogar was, wenn du rennst? Der wackelt auch. Wie nehme ich mich jetzt auf? Indem du das Inventar öffnest bei dem Ding und dann alles rüberschmeißt. Ja, sorry, war gerade eben keine Anzeige da. Außer dem Stein, den brauche ich nicht, ne? Du kannst mitnehmen, was du willst. Wir brauchen irgendwann mal Steine. So, das Vieh nicht schlachten. Das Ding müssen wir betäuben. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das dauert, sowas zu machen, ne? Der hat gerade geschissen. Ich sammle erstmal die Scheiße ein. Mach mal. Meilenweit weg von euch. Ich hab nicht geschissen. Hä? Meilenweit weg? Ich seh dich. Was soll ich? Weit genug weg, aber um nicht zu scheißen. Was Moment mal, warum habe ich eigentlich keine Klamotten mehr an? Jetzt weg? Ich hatte vorhin noch Klamotten. Egal. Also er trabt halt gemütlich weg. Was soll man denn jetzt mit dem machen? Wir müssen den K.O. schlagen. Deswegen hast du eigentlich einen. Der rennt auch weg. Warum nimmst du jetzt die blöde Schleuder? Wir müssen ihn K.O. hauen.
Ja. Das ist ja egal, es geht damit auch. Das ist eine Fernkampfwaffe. Was denkst du, wie ich das andere Ding platt gemacht habe? Macht aber Damage und wir müssen nicht Damage machen, wir müssen den K.O. hauen. Das ist ein Unterschied. Oh, hä? Der war auch gestunt. Der muss ja nicht tot sein. Der soll auch nicht sterben. Der guckt so süß. Der ist auch nie gestorben, der andere bei mir. Oh, der rennt halt über die Steine einfach, na klar. Wie schafft das dieser fette Moppel über diesen Riesenstein? Und bis ich mit dem Holzknüppel zugeschlagen habe, ist das Vieh tausendmal weg. Ja, weil du es ja schon ange... Ja, genau, das wäre ja mit dem Holzknüppel überhaupt... Der Holzknüppel macht wahrscheinlich... Gleichzeitig ja, genau. Jetzt ist es gegen die Wand gelaufen. Geht mir der Zwille genau. Wir müssen uns aufteilen, würde ich sagen. Das ist schlau, ich gehe nach links. Ich gehe hier rüber. Treib's zu mir. Steck fest. Da haben wir noch andere Viecher, die hier auf uns... Irgendwelche kleinen Raptorenviecher, die hier auf uns... Okay. Du bist müde, super. Das Vieh anscheinend nie. Ich hab nen Kombi bewusstlos geschlagen. Oh, Alter, ernsthaft? Bin ja schon wieder Ausdauer. Leck mich am Arsch. Die kleinen Viecher gehen einfach K.O. zu schlagen. Ja, die haben doch vorhin schon kaputt gemacht. Ne, die habe ich K.O. geschlagen, auch den hätte ich auch zählen können gerade. Komm her! Oh, bis der zuschlägt! Mensch, jetzt schlag doch mal! Kommt wieder zurück. Ja, einfach über den Felsen klettern. So, natürlich. Jetzt habe ich natürlich aus dem Blick verloren, wo ihr seid. Aber wo ist denn das Vieh hin? Es rennt gerade, wir dritten Richtung unserer Heimat treiben. Das wäre eine gute Option. Aber macht's gerade nicht. Hä, wo rennt der jetzt schon wieder hin? Der haut halt immer vor uns ab. Oh, ich dachte, bei der Lumi ist es, deswegen bin ich zu. Nein, ich habe in extra Schleife gerannt, dass wir nicht immer nur dumm hintereinander herrennen. Es ist auch völlig dämlich, nur dumm hintereinander herzulaufen. Ja, eben, deswegen dachte ich, ich mache eine Schleife und vielleicht liegt der ja irgendwann rechts ab oder so. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Der ist bei mir hier hinten, rechts da, gerade vor mir jetzt. Hier in den Dschungel reinläuft er. Jetzt läuft er so hier den Berg runter. Komm zu mir, Junge, komm. Ich muss mich erst ausruhen hier, mir wird heiß. Trotz des Regens? Jo, bei mir... Jetzt hau halt zu, das dauert ewig, bis der mit dem Holz... Ja, der springt einfach runter, ne, wenn wir das machen. Ich würde mal behaupten, der ist jetzt weg. Okay, Ben geht trotzdem hinterher, der Zwerg kann sowas. Ja. Wo ist er denn? Das ist eine gute Frage, wo er hin ist. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich auch nicht. Autsch. Gespawnt. Nee. Und da vorne ist er, glaube ich. Hä? Er hat sich beruhigt. Wir könnten es nochmal probieren. Kommt mal zu mir. Oh, das ist ein Antrag, ist die Frage. Nein, keine Ahnung, aber da läuft das ja gemütlich. Nicht draufhauen. Was ist Felix das? Hä, wo? Komm zu uns. Felix ist verwirrt. Felix ist runtergelaufen und hier, Felix. Ach, da. Doch, ist es ein weiblicher Vieh oben, ja. Level 5. Könnte der gleiche sein. Ist auch dunkel, ja. Okay. 3, 2, 1. Ja, ist Armin! Ja. Er ist K.O. Ja. So. Jetzt Inventar öffnen. Und da ist ein Bären und Narkobären. Ich weiß noch nicht, welche er davon zuerst nehmen muss. Zähmen 2%. 3%. So. Der futtert halt jetzt aus seinem Inventar und wenn der es auf 100% ist, ist er gezähmt. Während es ihm scheiße geht, oder was? Der ist halt betäubt. Ach so, deswegen dauert das halt so ewig, weil du musst jetzt halt hier stehen bleiben, gell? Und das ist so. Ich werde nochmal draufhauen, wenn er wieder aufwacht. Ich glaube, die Narkobären sollten ihn eigentlich bewusstlos halten. Hat er irgendwo hier hingeschissen? Ah, hier, Scheiße aufsammeln. Ihr könntet Narkobären ranholen, weil ich glaube, ohne Narkobären wird es schwierig. Dann habe ich nicht so viele drin gehabt. So. Also, die letzten Prozente kosten nochmal richtig schön Bären. Jetzt die Frage, kann ich mit 7 den narkotisieren? Oh ne, ich wollt's nicht futtern! Ach Gott, ich wollte das Narkosemittel nicht fressen. Benny hat sich selbst unter Drogen gesetzt. Schön. So, ich nehme die Narkobären jetzt mal raus. Ich esse übrigens gerade Joghurt, der seit 6 Monaten verfallen ist. Ich habe auch Joghurt heute gegessen. Hat jemand von euch einen Feuerstein zufällig? Nee. Ja, aber kann. Oder man kann den hier einfach einen abbauen. Zuschmeißen?
Wenn ich weiß wie, ja. Warte mal. Rechtsklick kannst du Sachen teilen und dann musst du es fallen lassen, genau. Danke. Bitteschön. Dann kann ich meine Hacke mal kurz reparieren. Tada! Du hast gezähmt, ein Fiomia. So, Sattel ausrüsten. Benenne dein Fiomia, habt ihr so da stehen? Nee. Dann habe ich den letzten Schlag gemacht. Wie wollen wir es nennen? Du darfst ihn gerne benennen, wie du möchtest. Das ist halt jetzt deiner. Okay, Kira. So, ich hab den Sattel drauf gemacht, jetzt kannst du auf dem reiten. Ich darf dann aber auch auf ihn reiten. Ja, ja. Der gehört halt uns. Dann steigt halt die Frau auf. So, darfst du. Wenn du noch den Namen benennst. Genau. Ich hab ein fettes. Wie das aussieht. Wie heißt es denn jetzt? Kira? Kira, ja. Kira, hopp, renn mal den Jungs Schatz, weg. Schatz, guck mal, Kira. Hopp. Wie steige ich denn wieder ab? Ja. Ewe wahrscheinlich. Ja, ich bin auf dem Vieh. Lololol. So. Oh, es hat geschissen.